bei Andrillas Outdoor. Heute möchte ich euch vier Flaschen vorstellen mit dazugehörigem Becher. Und was das für Flaschen sind, zeige ich euch jetzt. Einmal haben wir die Siegflasche mit nicht dazugehörigem Becher, aber passt auch rein. Dann haben wir die Flasche der Schweizer Armee mit Becher. Die bekannte Nalgene mit Tatonka Becher. Und eine etwas weniger bekannte. Das ist eine Feldflasche von De Boer. Diese Flaschen werden wir uns jetzt genau ansehen. Als erstes zeige ich die Siegflasche. Der Becher ist hier nicht original. Das ist, gibt glaube ich gar keinen, also original sowieso nicht, aber es gibt besser passende Becher. Ich habe jetzt den genommen, weil das ist der Becher, den ich habe. Die passt hier trotzdem rein, diese Flasche. Die fasst 0,6 Liter, also 6 Deziliter, ist mit einem Gewicht von 211 Gramm mit Becher nicht allzu schwer, trotz es eine Metallflasche ist. Und der Becher, der hat 320 Milliliter, fasst dieser Becher an Volumen. Finde ich eine gute Lösung, wenn man sagt, ich bin nur kurz, mal vielleicht einen halben Tag oder einen Tag unterwegs, kurze Wanderung, ist relativ klein, passt gut auch in einen kleinen Rucksack. Und Metallflasche ist natürlich perfekt, passiert nichts, geht nicht kaputt. Es gibt auch noch verschiedene Aufsätze. Ich habe jetzt so einen Standardaufsatz genommen, mit einer Schnur befestigt, damit, wenn er runterfällt, nicht gleich irgendwo verschwindet, sage ich mal. Gut, das war die Siegflasche mit Becher. Das ist die Originalfeldflasche der Schweizer Armee. Das ist eine Plastikfeldflasche mit dazugehörigem Alubecher. Man sieht, das ist rege in Gebrauch. Hier ist der große Vorteil, der Becher sitzt bombenfest. Also das ist wirklich, da klappert nichts. Der klappt ein und wirklich perfekt. Diese Flasche hat ein Volumen von 0,8 Liter. Hat ein Gewicht mit dem Becher von 265 Gramm und der Becher alleine fast 400 Milliliter. Das finde ich eine gute Lösung. 0,8 Liter, nicht zu viel, nicht zu wenig, aber das passt. Auch die Form finde ich okay. Die passt in den Rucksack, die passt in eine Seitentasche. Ja, hier das Einzige, das man da bemängeln könnte, wäre hier einen Deckel zu finden, wird schwierig sein. Da müsste man schon selber was machen. Das ist die Flasche der Schweizer Armee. Hier ist wohl eine von den bekanntesten, die die meisten kennen. Das ist die Nalgene Flasche und zwar ist das die Version mit einem Liter und der Becher dazu ist der Tatonka Händelmuck. Der passt perfekt hier in die Nalgene Flasche, sogar saugend. Der GSI Becher würde auch passen. Mir hat der Tatonka besser gefallen, weil er innen noch eine
Ja, man sieht, ja, schlecht, eine Markierung hat von den Liter, sprich Deziliter Einheiten. Die ganze Flasche fasst, wie ich schon gesagt habe, 1 Liter. Zusammen mit dem Becher ist sie 324 Gramm schwer. Und der Becher, der fasst genau 500 Milliliter, sprich einen halben Liter. Finde ich eine gute Flasche. Volumen 1 Liter, perfekt. Ist vom Volumen her etwas größer für den Rucksack, aber dennoch die meisten Fächer, wo die Flaschen rein müssen, passt sie auch. Das war die Nelchin. Das ist jetzt eine Flasche, die weniger bekannt ist, nehme ich mal an. Also die habe ich noch nicht viel gesehen. Das ist die Feldflasche mit Becher von der französischen Firma Debuyère. Ich habe das mal recherchiert. Das ist effektiv ein Hersteller, der die französische Armee mit Material ausrüstet. Die habe ich wirklich per Zufall auf einem Markt erworben, sage ich mal. Wo man die kaufen kann, habe ich jetzt wirklich keine Das Ahnung. ist eine Plastikfeldflasche mit 1,2 Liter Inhalt, also recht viel. Hat ein Gewicht von 368 Gramm mit Becher und der Becher hier hat 600 Milliliter. Ich finde das wirklich eine tolle Sache, weil der Becher ist Edelstahl, nicht Aluminium. Ich vergleiche die ein wenig mit der amerikanischen oder mit dem amerikanischen Modell, was 1 Liter hat und das Ganze ein wenig kleiner ist. Aber mir gefällt das, weil das ist wirklich ein, ich sage, fast akzeptables Kochgeschirr. Man sieht, ich habe das auch schon sehr viel gebraucht zum Kochen. Von dem her ist das wirklich, und mit 1,2 Liter ist man hier wirklich gut bedient. Also ich finde diese Flasche wirklich, die passt mir. Das zu der Feldflasche Debuyère. So, jetzt kurz vielleicht noch pro contra zu den Flaschen. Hier, wie ich schon erwähnt habe, der Vorteil, die Flasche ist aus Stahl, Edelstahl. Von dem her passiert hier nichts. Der Becher auch. Nachteil, passt hinten und vorne nicht. Scheppert im Rucksack. Also hier sicher sinnvoll noch ein Tuch oder ein Taschentuch oder sei es ein kleines Tuch dazwischen. Dann passt es perfekt. Nachteil hier auch noch, diese Flaschen sind verhältnismäßig teuer, sage ich mal. Es ist ein Schweizer Qualitätsprodukt, aber trotzdem, es hat seinen Preis. Aber im Großen und Ganzen gutes System. Die liebe gute Nelchin oder Nalgene, man kann sagen, wie man will. Ja, hierzu gibt es zig Videos. Ich muss jetzt nicht jedes Detail noch einmal erwähnen dazu. Vorteil ist sicher, man sieht, wie viel in der Flasche ist, hat auch noch eine Maßeinheit. Wer es mag, die große Öffnung. Passt perfekt mit dem Becher, scheppert nichts. Der Nachteil, ja, also Nachteil. Ich sage, der Anschaffungspreis ist sicher auch etwas höher als bei den anderen Flaschen, die ich noch habe. Von dem her, ja. Aber es ist eine gute Flasche. Perfekt. Die gute alte Armeeflasche. Mit dieser Flasche habe ich meinen Dienst bei der Schweizer Armee gemacht.
die hat mich auf manchen Marsch begleitet und hat mir manchen Durst gerettet. Hier ist sicher der Vorteil, das hält bombenfest. Armeematerial gemacht für die Ewigkeit. Auch noch ein großer Vorteil ist, man bekommt die, also jetzt in der Schweiz, wenn man direkt zu einem Armeeladen geht, der das Armeematerial verkauft direkt, bekommt man die wirklich spottbillig. Von dem her, du kannst 3-4 Flaschen kaufen und bist dann vielleicht auf einen Preis von einer Pferdflasche, die du im Laden kaufst. Von dem her ist die empfehlenswert. De Bouillère oder De Bouillère, für das kann ich zu wenig gut Französisch, aber zur Flasche kann ich sagen, habe ich schon vielfach ausprobiert, die ist wirklich gut. Nachteil hier, der Becher hält nicht, das ist ein bisschen schade, dürfte von mir gesehen besser einrasten. Der Vorteil ist hier, also der große Vorteil ist nicht der Becher. Der gefällt mir wirklich gut, weil da hast du sozusagen ein komplettes Kochgeschirr bei dir. Also kannst du wirklich eine schöne Portion dir was zubereiten. Und die Flasche mit ihren 1,2 Liter ist nicht zu verachten, also da hast du eine schöne Portion dabei. Nachteil ist ein wenig die Größe natürlich. Es braucht durch das Volumen, das sie hat, mehr Platz im Rucksack. Aber trotzdem finde ich es eine coole Flasche. So, das war es mal jetzt gewesen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, wenn ich hier jetzt unten in der Beschreibung noch einen Link einführe, wo man die Flaschen kaufen kann. Weil die Nalgene bekommt man sozusagen überall. Die Sieg-Flaschen sind auch recht bekannt. Die Schweizer Armee-Flaschen, die bekommt man in der Schweiz problemlos. Wie es in den Nachbarländern aussieht, weiß ich nicht. Aber wenn man sie online kauft, kosten sie natürlich auch wieder ein Stück mehr. Am besten ist, wenn du in der Nähe einen Laden hast, wo du die direkt kaufen kannst. Und von der französischen Flasche, De Bouillère, wie gesagt, die habe ich auf der Markt gekauft. Also da habe ich jetzt keine Ahnung, wo man die erwerben kann. Das war ein so ein Zufallstreffer. Gut, wie gesagt, das war es jetzt gewesen. Ich mache jetzt noch ein Anschlussvideo, einen zweiten Teil. Und zwar möchte ich dir noch zeigen, ich habe zu den verschiedenen Bechern habe ich noch diverse Kocher, die ich gefunden habe, doch die passen. Klar, es sind Universallösungen, das passt sicher zu allem, aber ich finde das Verhältnis so, finde ich noch gut. Aber das zeige ich dir im nächsten Video. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.